Maboxes. Okay. Aber hier ist doch hell. Nehmen wir mal den Zettel. Zettel, Zettel. Huch. Den Zettel konnten wir nicht lesen. Jetzt fallen wir um. 17th May. 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized jetzt geht's weiter. It was hopeless. In dem I was trapped. I fell to the ground. In dem Grabmal. Trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. Okay, also wir sind jetzt anscheinend in der Grabkammer. Da hat er irgendein Licht gesehen. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. Okay. Ist passiert irgendwas? I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts and impossible geometry. Mm-hmm. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Okay. Also er hat was gefunden in der Grabkammer und hat irgendwelche Erinnerungen bekommen von Aliens, von Außerirdischen. Hm, aber den Schlüssel haben wir noch nicht gefunden. Ich meine, wir haben jetzt alles hier durchsucht. Huch! Ach, das ist eingestürzt. Ja, wow. Kommen wir denn jetzt hier wieder weg? Doch, hier, Tab. Nochmal, einmal nochmal Öl. Öl bitte. Wir haben eine, was ist das denn? Chemistry Pot. Oh. Okay, wusste ich gar nicht, dass wir es aufgesammelt haben. New way out of this area. Da was gegenwerfen wahrscheinlich. Was kann man denn da gegenwerfen? Haben wir irgendwie einen Stuhl oder sowas? Nehmen wir diesen Stuhl. Oh. Jawohl. Wo sind wir jetzt? You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Okay. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Daniel. Okay, also man muss schnell sein. Und zwar wobei? Ist ein Moment ist. Secret Door Mechanism in the Local History Room. Ist das hier Local History? Wahrscheinlich, ne? So. Okay, hier müssen wir die Lampe anhaben. Sagte er und machte sich eigenes Licht. Da ist ein Zettel. Haben wir irgendwas, was wir da drauf werfen können? Ja, das hier. So, Nummer 1. Nummer 2. Nummer... Tschüss. Das Buch bringt uns nichts, das ist wieder pflanzenreich. Okay, dann gucken wir mal hier. Altstadt and Brandenburg Castle. Another region rich with lore is Altstadt. Deep within the East Prussian woods. For centuries there have been stories surrounding the hamlet and its neighbor Castle Brandenburg. The great forest-clad mountains dressed with scattered lakes is a picturesque as can be, as picturesque. Bah.
The area is haunted by the dark. Ask any local and you will hear proof of the widespread superstition. All travelers should indulge themselves in such conversations, since it will certainly serve as exciting entertainment. All of them have their own twists on the tales, but there are some motives that keep reappearing. Jo, das lese ich jetzt nicht alles vor. Ich denke, ich lese das selber und da hat jeder dann genug Zeit, das auch zu lesen. Okay. Okay, also das sind quasi die, ich denke mal, das Bestiarium, was wir jetzt so finden. Ne? Das steht hier halt, also es gibt ganz viele Geschichten über Sachen, die es geben sollte oder vielleicht auch nicht. Ne? Also es wird hier Superstition, also Aberglaube genannt. Und dann wird aber als nächstes der Gatherer vorgestellt. Das sind Kreaturen, die Leute verfolgen und versuchen, also eigentlich hauen die ab. Shying away from any beholder, also die hauen einfach ab, aber die scheinen auch die Leute zu verfolgen und wollen Leute sammeln, tippe ich jetzt mal. Okay. Okay, also irgendwo ist einfach einer verloren gegangen. Heinrich Cornelius Agrippa ist einfach verloren gegangen, der ist einfach weg. Dann der Immortal Baron. Okay. Und anscheinend gibt es auch eine Geschichte darüber, dass der Baron immer noch derselbe ist wie vor 300 Jahren, dass der irgendwie unsterblich sein soll, dass der schon so alt ist und ja, das kann man auch anmachen. Hier ist There must be a way in. So, irgendwie. Aha. Hier ist auf jeden Fall der Passageway. Jetzt müssen wir aber irgendwelche Schalter finden. Ich habe auch noch keinen einzigen gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier ist noch eine Tür. Die ist zu. Das da ist ein. Okay, da haben wir ein Buch gefunden. Keine Ahnung, wo das andere ist. Da ist das andere. Da ist noch eins. Aha. So schnell muss man jetzt aber doch nicht sein. Okay, das ging einfacher als gedacht. Wo sind wir hier? Auf jeden Fall in einer Sackgasse. Das ist schon mal nicht so gut. Okay, machen wir schon mal hier auf, falls jetzt gleich irgendwas kommt. Aha. Das ist der Schlüssel. Hallo? Mies am Einatmen. Irgendwas hat uns gerade erschrocken. Noch ein Zettel, okay. Den lesen wir gleich. Wir gucken erstmal weiter. Ich glaube, sobald wir einen Zettel nehmen, passiert irgendwas. Also wollen wir lieber erstmal alles andere abchecken. Okay, da kommen wir nicht hin. Okay, dann können wir jetzt noch den Zettel lesen. Das war gar nicht der. Da oben war der drin, okay. Was ist das für ein Dangerous?
Okay. Also irgendwelche Leute hat er anscheinend eingeschlossen in den Weinkeller. These fools have endangered my research. Also human vessels, also menschliche Gefäße. Ich glaube, der hat Menschen entführt und wollte sich da hinein transformieren. Also nicht transformieren, sich da hinein bringen. Das funktioniert halt so mit dem... das passt halt gut zusammen mit der Immortality Behauptung, ne, dass der halt unsterblich wäre. Oh, warum ist die Tür jetzt auf einmal offen? Na gut. Auf jeden Fall passt das ganz gut zusammen. Und dass er sich Menschen gehalten hat, in deren Körper er sich hinein tun wollte. Studium. Wo ging's denn hier lang? Ne, hier waren wir nicht. Wo war denn der Ausgang? Schon wieder verpennt. Ach, ich glaube, ich weiß so. Okay. Okay, da war gerade irgendwas, was sich bewegt hat. Ist jetzt aber weg. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Oh mein Gott. Das springt uns jetzt eh gleich an. Hoffentlich nicht, wir müssen hier raus. Okay. Oh. Auf einmal läuft das da. Und was ist mit diesen... Was ist los, was ist los? Huch. Da kam jetzt irgendwie so ein... Das hat einen Schaden gemacht. Ja, kurz gucken. All is good, immer noch, okay. Ah, man kann auch so zur Seite gucken. Okay, ah, gut, dass wir zur Seite geguckt haben. Hier ist noch eine Tinderbox. Boah. Auf einmal werden wir angegriffen, kurz nachdem wir so ein Vieh gesehen hatten. Und ich dachte schon so, scheiße, was ist jetzt los? Boah, wo war ich gerade dran am Erzählen? Ich wollte sagen, ich weiß auch noch nicht, was diese Ladebildschirme... oh, das ist das Lab. Da wollte ich gar nicht rein. Hier, dieses... Push down on Rimmer's head. Das sagt mir alles überhaupt nichts. Wieder zurück. Ich wollte nämlich in den Weinkeller. The statues were praying. Obwohl, das könnte alles Sachen sein, die ihm begegnet sind im Grabmal. Use the key. Ja, wie soll ich das denn machen? Key. Ich würde gerne den Key benutzen. Okay, also, so geht das. Boah. Also ich glaube, ich kann dieses Spiel nie lange spielen. Jetzt gerade geht's noch, aber ich glaube auch, dass das noch schlimmer wird. Später. Wenn wir richtig insane werden. Ich hoffe nicht, dass das passiert, aber... ich sag mal, ich glaube nicht, dass wir da so wirklich viel gegen machen können. Kann ich hier bitte das Licht anmachen? Also er hat anscheinend hier Leute eingesperrt. Oh, was? Aua? Aua. Ich konnte auch nicht mehr ausweichen. Also wir haben eine chemische Zutat aufgehoben und danach kam ein Fass auf uns runter. Und das ist ausgegangen. Okay, hallo, kann ich die Kerze auch noch bitte? Alter Falter. Ach, und das ist jetzt auch eingestürzt hier, das? Ja. Ach, kann man das... Das könnte man ziehen? Achso, man könnte versuchen, die Tür aufzumachen. Hier ist Blut oder Wein. In der Box. Ah. Wir haben Öl hinzugefügt gekriegt. Lass uns doch, ich will immer auf I drücken wegen Inventar. Okay, ist immer noch halb voll. So.
Dunkel sollte es aber eigentlich nicht sein. Kann man hier nicht irgendwie so eine Waffe mitnehmen oder sowas? Gefühlt habe ich keine Ahnung, wo wir lang müssen. Können wir jetzt ziehen? Ja, jetzt können wir ziehen. Okay. Okay. Schwere Geburt. So, die Steine sind jetzt schon mal weg. Die Tür kriegen wir auch noch nicht auf, weil dieser Balken hier noch weg muss. Okay. Reicht das? Immer noch nicht. Um die Tür aufzukriegen. Jetzt steht er da quer und jetzt kriegen wir ihn nicht mehr weg. Ah doch, wir können den... Oh, wir können den so ziehen, dass er da hochgehen kann. Naja, hochgehen kann man nicht. Aber jetzt ist die Tür frei. Jawohl. Okay. Gut, nachdem wir das auch endlich mal aus dem Weg geräumt haben, denke ich, wir machen hier erstmal für eine Aufnahme Schluss. Dann kann ich nämlich auch mal sehen, wie die Qualität geworden ist und... Also ich hatte es vorher einmal kurz getestet. Müsste eigentlich ganz gut gewesen sein. Leichte Probleme habe ich jetzt noch mit der neuen Kamera. Aber wir gucken einfach mal, ob jetzt alles funktioniert hat. Dementsprechend verabschiede ich mich. Muss man hier abspeichern? Ach, Save and Exit, okay. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.